Guten Tag, meine Lieben. Heute ist es mal wieder soweit. Es gibt einen Vlog und dieses kleine Vieh ist schon wieder heftig am Nerven, so wie ihr das immer kennt. Jetzt, früh am Morgen. Ich bin so am Arsch. Ich bin so heftigst müde. Oh, und sie will einfach wieder nur spielen. Die ist richtig. Guckt euch sie mal an. Die sieht richtig gefährlich aus mit ihren Beißerchen, oder? Aber die tut einem auf gar keinen Fall weh, ne? Die will halt einfach immer nur bespaßt und spielen. Wo ist dein Spieli, Manila? Wo ist dein Spielzeug? Jetzt holt sie wieder aus ihrer Kiste ein Spielzeug. Oh. Ich will einfach jetzt erstmal eigentlich nur duschen und mich fertig machen. Ich war schon mit ihr draußen, ich habe auch schon gefrühstückt, aber ich bin so im Arsch. Die Vorstellungen sind im Moment ziemlich anstrengend, weil wir halt auch noch Probe in der Woche haben und Unterricht und so. Deswegen ist es richtig anstrengend. Und dann haben wir auch noch sie hier, die einfach immer nervt. Ihr hört es ja auch im Hintergrund, ne? Ja, ist gut. Ich werde jetzt erstmal, was soll ich jetzt machen? Soll ich mit ihr jetzt spielen oder soll ich jetzt duschen gehen? Ich glaube, ich werde trotzdem jetzt erstmal duschen gehen, weil irgendwie fühle ich mich jetzt gerade nicht so geil und vielleicht werde ich dann dadurch ein bisschen wacher. So, jetzt bin ich erstmal komplett fertig. Ich habe geduscht, ich habe mich fertig gemacht und aha, diese Fiesen. Ist schon wieder da. Also ich mache die Kamera an und dann fängt sie sofort an. Also ich weiß auch nicht, was mit ihr los ist. Ich glaube, die ist kamerageil oder so. Dann passt sie ja hier hin, ne? Ah, ah, ja. Also wie gesagt, ich habe mich jetzt gerade fertig gemacht und ich wollte euch gleich auch noch was erzählen, was gestern bei der Vorstellung passiert ist. Das war so unglaublich witzig, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Aber ja, ich glaube, ich muss jetzt erstmal mit dem Würstchen hier spielen. Wie sie da einfach steht und erwartet, dass ich jetzt mit ihr spiele. Was willst du, hm? Gar nicht aufdringlich, ne? So, jetzt ist das kleine Wesen hier nämlich mal schön beschäftigt und ist richtig am Rumkauen. Aber Leute, das ist so hammerheftig. Schaut euch einfach mal das hier an. Das ist so krank. Das ist so krank im Moment. Das ist jetzt nur von gestern Nacht bis heute Morgen, weil sie sich so auf der Couch immer rumwälzt. Wir haben schon extra hier so einen Schonbezug dran gemacht, weil die ganze Couch nach dem permanenten Absaugen immer wieder ja, in Mitleidenschaft gezogen wird. Aber hier drauf sieht man das einfach so heftig. Schaut euch das einfach mal an, das ist so krass. Wir müssen dreimal am Tag oder so saugen. Ich weiß auch nicht, was mit der los ist. Gleich wird erstmal richtig schön gesaugt. Ne, Manila? Ja, wer liegt denn da jetzt so lieb? Du weißt jetzt, was es gibt, oder? Es gibt jetzt gleich Essen, ne? Und dann legt sie sich nämlich immer ganz, ganz lieb dahin. Ja. Ah, guck mal, da kommt das Essen. Oh, das Essen kommt. Ne? Du kriegst auch gleich was. Willst du auch was? Sie ist so süß, ey. Die weiß immer schon. Ach, Manila, geh auf dein Kissen. Ja, so ist es brav. Und jetzt kriegst du was. Seht ihr? Die Kleine kann auch ganz, ganz süß sein. Dann liegt sie hier und schläft jetzt. Also die kann auch ganz, ganz anders. So Leute, ich wollte euch erzählen, was gestern passiert ist. Wir hatten ja gestern wieder Vorstellung. Wir haben ja Freitag, Samstag, Sonntag immer Vorstellungen.
Im Winter, da haben wir dann auch meistens Donnerstag noch Vorstellungen. Manchmal wird das auch verlegt, wenn Feiertage oder sowas sind. Aber jedenfalls hatten wir gestern wieder eine Vorstellung. Wir haben Ronaldo und Julia gespielt. Das ist echt einer meiner Lieblingsstücke, wo ich auch die Julia spiele. Und es macht unglaublich viel Freude, dieses Stück zu spielen. Und dann gibt es halt eine Szene, die Industrieszene, diese Bettszene von den beiden, wo er sich das Hemd auszieht. Und dann hat sich einfach der Knopf nicht lösen lassen und dann hat er das Hemd nicht über den Kopf bekommen und hat das Hemd nicht ausgekriegt auf der Bühne. Und das war so witzig, das war ungelogen, das war so witzig und er zog und zog und kriegte das nicht mehr aus. Das war so witzig. Das hat mindestens 2 Minuten gedauert und im ersten Moment dachte ich, okay. Ist das jetzt was Neues? Hat er jetzt Bock, irgendwas Neues einzubauen? Und er hat mir nichts gesagt. Nein, das war es nicht. Und das war so witzig. Und die Leute fingen echt so an zu lachen. Und irgendwann mussten wir auch auf der Bühne lachen. Und ich zog dann noch an dem Hemd. Und es ging einfach nicht ab. Und boah, das war echt ein geiles Ding gestern. Ohne Scheiß, es hat so bestimmt 3, 4, 5 Minuten gedauert. Ich kann die Zeit einfach nicht einschätzen auf der Bühne. Und es ging einfach nicht aus. Und ich habe gedacht, Scheiße, was machst du denn jetzt? Und dann habe ich versucht, das Publikum noch einzubauen. Und kommt da zum Publikum und sagte, er hat's gleich. Und das Publikum ist so ausgerastet und musste so heftig lachen. Ich glaube, weil die einfach auch voll gecheckt haben, dass das jetzt nicht zum Stück gehört, sondern dass das wirklich gerade privat ist. Und deswegen, es war so heftig witzig. Und dann musste er dieses Hemd einfach kaputt reißen, weil es einfach sonst nicht mehr abging. Und das war so. Leute, das war so geil, das war so witzig. Und ich habe einfach nur hinter der Bühne, die ganzen anderen Schauspieler guckten dann hinter der Bühne, weil wir haben ja so Auf- und Abgänge rechts und links, guckten dann rechts und links auf die Bühne und mussten sich so totlachen. Die haben alle so heftig gelacht. Ich habe die dann noch im Augenwinkel gesehen, wie heftig die einfach am Lachen waren. Aber wir auf der Bühne, wir konnten auch einfach nicht mehr. Wir waren einfach so am Lachen. Das war echt richtig, richtig cool. Aber ich muss auch ehrlich gesagt sagen, dass als ich damals angefangen habe, im Theater da zu spielen, da habe ich auch immer zu den anderen oder habe mir über die anderen gedacht, wenn die mal irgendwie was anderes gesagt haben oder eine kleine Impro eingebaut haben, boah, krass, wie machen die das denn? Und das würde ich mich gar nicht trauen und so. Und gestern war es halt soweit, wo ich dann auch irgendetwas einfach gesagt habe und mit der Situation einfach cool umgegangen bin. Und es war cool, das hätte ich mir vor ein paar Jahren nicht erträumt, dass ich so locker und cool damit umgehe. Aber jetzt nach so längerer Zeit und so, da kriegt man echt so einen Rhythmus rein und dann ist man viel lockerer und weiß, mit gewissen Situationen umzugehen und das ist halt total mega cool. Also, wenn ihr irgendwann Theater spielt, dann ist es vielleicht am Anfang noch sehr klumpig. Und ihr traut euch nicht viel, aber mit der Zeit, wenn ihr länger im Theater spielt, dann werdet ihr auch viel, viel lockerer werden. Und das merke ich ja auch an mir selbst, dass ich dann einfach irgendeinen Spruch raushaue, der überhaupt gar nicht im Text oder sowas steht, oder mit solchen Situationen, dass ich mit denen dann umgehen kann. Und das werdet ihr dann auch nach und nach hinbekommen. Also macht euch keine Sorgen, wenn ihr am Anfang, wenn ihr mal ein oder zwei Stücke gespielt habt, oh Gott, warum können das andere und ich nicht? Das ist vollkommen normal. Man muss sich erst so ein bisschen eingrooven.